So, letzter Part für heute. Der Boss aller Bosse. Nein, nicht der Boss aller Bosse. Es gibt einen schlimmeren Boss. Der wartet auf mich in Halloween Town. Ja, es gibt auch Halloween Town. Besiege den unidentifizierten riesigen Herzlosen. Wieso von Argo ist ein unidentifizierter Herzloser aufgetaucht? Nur besiege ihn. Ja, so sagt sich das einfach. Finde ihn und besiege ihn, ist klar. Wenn es so einfach wäre, wenn es nur so einfach wäre. Das Teil ist dreifach, 100-mal so groß wie ich. Was meinst du damit? Er sei verschwunden. Das war's, was ich sage. Der Sandsturm ist über die Wüste gefegt und verschwunden. Jetzt können wir endlich wieder aus der Stadt raus. Wunderbar, was für eine Erleichterung. Warte, wir müssen immer noch auf die Herzlosen aufpassen. Sie wurden um Agrava gesichtet, auch nachdem der Sturm vorbei war. Also Vorsicht, Jasmin. Geht klar, ich werde mich also darum kümmern, dass alles in Ordnung ist. Okay, pass auf dich auf, Dr. Lerdy. Die Truhen gibt es hier 8 Stück. Ich hoffe, es kommen keine Herzlosen. Ich habe keinen Bock hier. Ich habe gesagt, dass ich keinen Bock habe. Was kommt? Es kommen welche. Okay, dieser Part wird... Ich habe ja gesagt, dieser Part wird extra lang für den Boss. Hallo, warum triffst du ihn nicht? Ich weiß, ich könnte auch einfach weggehen, aber... Nee. Wenn schon, denn schon. Ich hoffe, es kommen nicht jetzt unendlich viele Gegner. So, so, so und so. Und du kleine Ich habe mir eigentlich vorgenommen, in meinem Let's Play nicht mehr so zu beleidigen, also so oft. Ich werde mich langsam... Ich muss mich in meinem Alter entsprechend verhalten, also nicht so viel beleidigen. Ich werde ja bald 20. Und das ist ein reifes Alter für einen reifen Jungen, der gerne Spiele spielt. Hey! Ihr hört den Sarkasmus, ihr hört den Sarkasmus. Und komm. Aber ich habe mir das wirklich vorgenommen, nicht mehr so viel zu beleidigen. Weil ich dachte, wenn ich zu viel beleidige, vielleicht erschreckt sich da, erschrecken sich da ein paar Leute davon. Wegen den Beleidigungen, die ich öfters hier ausspreche. Die sind ja auch nicht so jugendfrei, hallo? Deswegen werde ich mein Vokabular, also auf ein paar bestimmte Dinge reduzieren. Also an Worten. Wie das Wort mit H. Oder das M und das F. Die Worte werde ich jetzt mir verkneifen. Weil, nee, das brauche ich nicht. Ich will auch nicht, aber es kann mir vielleicht ein paar Mal ausrutschen, wenn ich mal das jetzt... Wenn ich mal irgendeine Stelle bin, wo das einfach so beschissen ist. Aber das S-Wort, also Scheiße, sage ich öfters dann. Ja. Truhe, Truhe, da ist eine Truhe. Aber ich hoffe, das leckt jetzt nicht beim Boss. Eisrezept. Okay. Das war mal ein kurzer Prozess. Wieso nicht gleich so? Okay, gleich kommt der Boss.
5 Minuten sind schon vergangen und ich bin immer noch in dieser Welt. Also in dieser Stage noch. Ach du. Du bist harmlos, du kannst irgendwie nichts. Ich lass dich in Ruhe. Aber der Boss, der jetzt kommt, der lässt mich nicht in Ruhe. Der wird mich nicht in Ruhe lassen. Kurz Einführung in die Stadt, also in der Wüste eher. Ja, ihr seht richtig. Das ist der fucking Boss. Besiege den Ameisenlöwen. Okay, ich brauche noch ein paar Schatztruhen, 3 Stück noch. Die werde ich jetzt suchen gehen. Ja, ich gehe auf Schatzlöwenjagd. Ja, was machst du da? Brüllte dich einfach rum. Ich hätte echt gedacht, dass sie jetzt laggen würde. War anscheinend nicht. Das ist gut. Okay, ich habe die 2 davon gefunden. Eisen. Jetzt brauche ich noch den 3. Danach kümmere ich mich um den Boss. Weil ich sonst diese Mission nochmal machen muss, um den extra diesen Boss. Um die ganzen Schatztruhen hier zu finden. Hallo, wo ist? Ey, das ist ein Abzeichen. Oh, okay. Ist auch gut. Hat sich dann gelohnt, das zu machen? Aber wo ist die Truhe? Das ist die bessere Frage. Ich guck mal von oben hier herab. Wo kann die sein? Ich weiß, wo der Boss ist, aber wo die Truhe ist, weiß ich nicht. Ja, man kann den auch so angreifen, aber wenn man das lange genug macht, dann geht er unter den unter die Erde und macht sich bereit für was Besonderes. Und da ist er ja. Ja. Es kommt. Ach so. Okay. Komm. Ja, deswegen dauert der Kampf länger. Okay. Wo ist der? Verdammt! So triffst du mich nicht. Haha. Er ist so dämlich gewesen, gegen die Säule zu laufen, deswegen ist er jetzt verwirrt. Und man kann jetzt ihn angreifen. Aber jetzt muss man abhauen. Weil er jetzt mit fucking Stein rumwirft. Okay, was macht er jetzt? Guckt er jetzt einfach nur wieder auf die Erde? Ach so. Jetzt macht er Sand stumm. Jetzt muss ich abhauen. Ja, Leute, deswegen.
deswegen dauert der Kampf länger. Wegen diesem einen verfickten Boss. Aber ich weiß nicht, wie ich jetzt ihn so fertig bekomme. Weil wir immer noch wissen, wo die letzte Truhe ist. Weil ich kann mir schon ahnen, wo die ist. Was zur Hölle? Achso, jetzt kommt er hierher und denkt, er kann mich jetzt schnappen. Achso, nein, er kommt, macht noch nichts. Geht er wieder gleich unter die Erde? Ja. So kann er mir nichts anhaben. Dummkopf, sage ich nur. Einfach mal Dummkopf. So. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich weiß das nicht. Oh. Achso, die Teile müssen dann jetzt auf ihn wachen. Das trifft ihn dann. Die explodieren auch. Fucking Monster. Fick dich doch! Kannst mal irgendwie aufhören. Da wartet er schon für einen Laser. Ist klar, dass es mich irgendwie trifft. Scheiße, Mann. Eigentlich kann es mich nicht treffen. Das ist unmöglich, dass es mich jetzt trifft. Warte ich jetzt so lange, bis... Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ihn wieder so viel abgezogen habe wie davor. Okay, bin schon zweimal bei ihm gestorben. Und ich habe einen Rückzug gemacht, weil ich die Items holen musste. Weil ich keine Items mehr hatte zum Erholen. Meine Magie reichte einfach nicht. Und
Dieser Boss ist einfach eklig. Dieser Sandsturmattacke da mit diesen Steinen, das nervt am meisten. Okay, rollen, rollen, rollen. Man muss diese Steine in ihn machen, damit er verletzt wird. Jetzt ist er verletzt. Diesen Vorgang muss man öfters machen. Okay. Komm, mach Steine hierher. Komm, mach Steine hierher. Gut so. Deswegen habe ich die High Potion geholt. Also wenn ihr aus Profi spielt, ihr braucht Heilung bei dem hier. Wer sagt, der hier keine Heilung braucht, der ist verrückt. Der ist einfach verrückt. Das geht einfach nicht ohne Heilung. Das geht einfach nicht. Okay, komm. Am dritten Versuch werde ich diesen Scheißboss besiegen. Ja, Mann. Ja, raste aus. Also Leute, ihr braucht High Potions. Und ein weiteres Herz für Kingdom Hearts. Ihr braucht High Potions. Heilung braucht ihr unbedingt bei diesem Sturm da und diese Steine, wenn die euch jetzt bei mir gesehen. Also vertraut mir einfach. Ihr braucht es. Und ich brauche jetzt auch eine Pause, nachdem ich diesen verfickten Boss am dritten Versuch erst habe ich ihn geschafft. Aber es gibt noch einen viel schlimmeren Boss, den ich so hasse. Den ich so hasse. So abgrundtief hasse. Okay, es gibt zwei, die ich abgrundtief hasse. Die werdet ihr noch kennenlernen, werdet ihr sagen, ja, ich kann dich verstehen. Und die ganzen Gegner, die ich ja getötet habe, sind wieder da, weil ich ja Rückzug gemacht habe und dann bin ich schnurstracks hergekommen. Einfach nichts. Einfach mal nichts mehr. Ich will einfach jetzt raus. Wir haben den Boss besiegt. Wie sieht's aus? Unheimlich ruhig. Es sind auf jeden Fall weniger Herzlose unterwegs als vorher. Das hört sich ja an, als wäre es was Schlechtes. Endlich können wir uns etwas ansparen. Bisschen Gelexen und so. Oder zumindest darauf konzentrieren, die Stadt wieder aufzubauen. Hä? Ich dachte, du warst unten. Er kann auch momentan eine Teleportation. Damit wäre ein weiterer Fall erledigt. Ja. Oh, halt. Ich bin nicht so furchteinflößend. Doch, bist du. Willst du mir einen Komplex einreden? Ja. Es ist nicht mein Fehler, dass du einfach aus dem Nichts erscheinst. Und da sagt mir jemand, der sich von einer Weile einfach in Luft aufgelöst hat. Naja, jedenfalls. Ich bin froh, dass es allen gut geht. Jetzt kann ich meinen Urlaub fortsetzen. Du willst nicht Hallo sagen? Weißt du nicht, dass drei einer zu viele sind? Zeit, dass der eine verschwindet. Okay, bye bye. Oder doch nicht? Was ist denn mit dem Typen eigentlich los? Er meinte, er sei ein Lampengeist. Willst du das wirklich wissen? Ah! Das ist eine lange Geschichte, Amigo. Vor langer, langer Zeit. Als es noch keine Zeit gab. Schon gut. Oh. Na gut, jetzt aber wirklich Schiss. Der Boss war richtig schwer. Als normal war er nicht so schwer, aber Profi zu spielen. Wie bin ich denn auf diese Anhöhe gekommen? Okay. Wenigstens haben wir diesen Boss dann geschafft, diesen Part. Ich habe mich ja zweimal sterben. Oh, nein, das sind viermal. Ich bin viermal bei ihm gestorben. Beim fünften Versuch habe ich es geschafft. Ja, beim fünften. Muss mich korrigieren. Entschuldigung.
dieser Boss war einfach nicht zu. Der war einfach nicht. Ach, der war einfach kacke. 117. Geheimnisse. Wer hat Geheimnisse? Axel? Schon mal was von Anklopfen gehört? Ich weiß, wie du dich fühlst, Axel. Ich kenne das jeden Tag hier. Es gibt keine Privatsphäre hier. Man klopft einfach nicht, man geht einfach rein. Sag mir, was Shion so getan hat. Woher soll ich das wissen? Ich spioniere doch nicht nach. Aber ihr beide steht euch sehr nahe. Und deswegen soll ich jetzt meine Freunde verraten? Raus aus meinem Zimmer, Mann. Du und Shion werdet die nächste Mission gemeinsam ausführen. Zu Befehl, vielen Dank. Und um mir das zu sagen, stattest du mir einen persönlichen Besuch ab? Wir müssen zurück zum Schloss des Infalls. Wie oder du? Wir haben noch nicht alle Geheimnisse des Schlosses herausgefunden. Und an einem ist Lord Zemlas besonders interessiert. Du meinst die Kammer? Wir haben dort alles auf den Kopf gestellt. Wenn es sie gibt, reicht es nicht, sie sich umzusehen? Dann lassen wir dir einen weiteren Anreiz geben. Namine ist nicht die einzige, deren Anfänge im Schloss des Infanz liegen. Shion auch. Was? Zwei deiner liebsten Personen. Denkst du immer noch, ein weiterer Besuch wäre reine Zeitverschwendung? Wie auch immer. Du bist derjenige, der will, dass ich gehe. Versuch nicht, es als Gefangen zu verkaufen. Lass mich raten. Die Kammer wird dir alles über Zemlas wahre Ziele verraten. Geht es darum? Die Kammer der Ruhe und ihr Gegenstück, die Kammer des Erwachens. Zemlas verheimlicht uns etwas. Und die fehlende Kammer, die Kammer des Erwachens, sie enthält alle Antworten? Teilweise ja. Wir brauchen diese Antworten, um die Oberhand zu gewinnen. Für unsere eigenen Ziele. Pass auf, ich wusste, dass wechselnde Sektionen im Weg stehen würden. Deshalb weilen sie nicht mehr unter uns. Habe ich mich jemals über die Drecksarbeit beklagt? Ich habe dir den Weg zur Spitze freigemacht. Tu mir nur einen Gefallen und komm auf deinem Weg nach oben nicht ins Stolpern. Eine einzelne Mission im Schloss des Infalls. Erwarte deine Befehle in Kürze. Hat er gerade Sykes zu Namin und Shion? Zu Befehle? Ich dachte, er gibt die Befehle. Okay, Zemlas und dann Sykes und dann so weiter. Hey! Hey, man! Du hast deine Freunde verpasst. Team Axel ist schon los. Team Axel? Ja, er und Shion sind heute gemeinsam unterwegs, müssen also nur halb so hart arbeiten. Unfair. Heute arbeiten wir zusammen, Tiger. Nenn mich nicht Tiger. Tiger ist in Winnie Poohs Land. Gefällt dir Kleiner besser oder bist du sauer, dass Schätzchen den besten Spitznamen hat? Oh, vergiss es. Heute werden wir zusammen eine neue Welt erforschen. Pack deine Sachen, Tiger, und los geht's. Welche Welt ist das denn? Das werden wir im nächsten Part rausfinden. Tschüss.